Heute bei unserem Test nicht die Canon EOS R5, die hatten wir schon. Wenn ihr das Video schon noch nicht gesehen habt, so rum, dann schaut mal die Infocard. Sondern das Canon RF 70-200mm 2.8 aus der L-Serie, wie man unschwer erkennen kann. A an der weißen Farbe und B vor allem an den roten L-Ring dran. Ob seine knapp unter 3000 Euro wert ist, das erfahrt ihr jetzt im Test. Dann schauen wir uns das Canon 70-200-2.8 mal aus der Nähe an. Das Objektiv allein wiegt 1070 Gramm, damit minimal, aber auch wirklich nur minimal schwerer als das neue 70-200 G-Master der zweiten Generation von Sony. Und ihr hört hier vielleicht auch schon im Hintergrund, stark kommentiert von den Raben. Was eine große Besonderheit hier ist, es ist nicht ingezoomt. Also ihr seht schon, von 70 auf 200 mm fährt es aus. Das Ganze, würde ich sagen, kann man jetzt positiv wie negativ sehen. Negativ im Sinne von, das ist natürlich schon ein Einfallstor für Staub, auch wenn Canon natürlich sehr viel Know-how hier reingesteckt hat, um es gut abzudichten. Auf der anderen Seite, es ist halt mega kompakt. Also wenn ich das jetzt hier einfach mal abnehme, Streulichtblende, ihr seht schon, für ein 70-200-2.8 im Rucksack, super schön, also verbraucht nicht allzu viel Platz. Ich persönlich mag es, aber ich verstehe es auch, wenn andere sagen, es ist ihnen einfach persönlich nichts. Dann in Sachen Schaltern habt ihr nicht so extrem viel, ich würde mal sagen, so der Standard. Autofokus, Manuellfokus, Fokuslimiter, Stabilisator an, aus und verschiedene Stabilisator-Modi, die ihr noch einstellen könnt. Das war's schon. Hinten habt ihr euren Konturring, den ihr im Kameramenü beliebig belegen könnt, also zum Beispiel Belichtungskorrektur, Blende, was auch immer. Hier noch euren manuellen Fokusring, wenn ihr manuellen Fokus arbeitet. Und hier dann noch natürlich euren Zoomring. Eine Stativschelle ist mit im Standard-Lieferumfang, leider, wie zuletzt auch bei Sony, nicht AK-Swiss-kompatibel oder mit irgendeinem anderen Mount. Finde ich sehr schade. Und ihr seht hier an der Streulichtblende auch die übliche Klappe mittlerweile für Filter. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch einen Lockschalter für die Streulichtblende sowie einen Lockschalter für den Zoom. Jetzt aber zur Bildqualität des RF 70-200mm 2.8 aus der L-Serie. Alles getestet mit der Canon EOS R5, also zumindest die Auflösungsbilder. Bei den Testbildern, die ich euch noch einblende, sind auch ein paar von der EOS R3 mit dabei, mit der wir jetzt auch das Video gerade filmen. Fangen wir erstmal an bei 70 mm und wie gesagt, alles mit der EOS R5, also 50 Megapixel Aufnahmen, das Beste oder Meiste, was aktuell geht. Mit oder zumindest im Canon RF-System. 70 mm Bildzentrum, Blende 2.8 ist jetzt okay, wird durch Abblenden Richtung Blende 4 bis 5, 6 halt noch ein Müh besser, aber man muss nicht zwingend abblenden und spätestens an der EOS R6 oder so wäre das vollkommen egal oder EOS R3 mit nur 24 Megapixeln. Bildrand ist bei Blende 2.8, ja, sagen wir mal, ist in Ordnung, aber auch da gibt es auf jeden Fall eine sichtbare Steigerung nochmal Richtung Blende 4 bis 5, 6. Wenn dann ein bisschen weiter geht, so grob in die Mitte, so 120, 135 mm, alles in den Bereich, geht die Auflösung nochmal richtig nach oben. Im Bildzentrum Blende 2.8, das ist schon sehr gut und ich persönlich sehe da auch keinen Unterschied mehr, wenn ihr da abblendet Richtung Blende 4, 5, 6 oder 8. Und danach wird es ja dann schon eher zwecks Beugungsunschärfe sogar wieder ein bisschen unschärfer. Und auch die Bildecken, die sind schon bei Blende 2.8 sehr gut, also zumindest für einen Zoom und eigentlich auch für eine Festbrennweite wären sie schon sehr gut. Und es gibt auch da noch eine ganz leichte Steigerung durch Abblenden, aber kaum sichtbar. Und bei 200 mm eigentlich genau nochmal dasselbe Spiel. Bildzentrum, Offenblende ziemlich gut, Abblenden kein sichtbarer Unterschied. Bildrand auch schon bei Blende 2.8 in den äußersten Bildecken, richtig gute Bildschärfe und durch Abblenden tut sich dann auch ein bisschen was, aber alles marginal. Sprich, ihr seht schon bei 70 mm das schwächere Ende, aber auch das ist schon gut bis sehr gut für ein Telezoom. Getestet an der 50 Megapixel Kamera und danach ist es wirklich exzellent. Also da kann man nicht viel, glaube ich, noch verbessern in kommenden Generationen. Der Fairness halber auch die DSLR-Objektive, die letzte Variante des 2.8er war aber auch schon sehr, sehr gut. Also da hatte Canon schon eine sehr gute Grundlage, auf der man dann aufgebaut hat für die Canon RF-Version.
sonst andere Dinge, Vignettierung ziemlich gut rauskorrigiert, chromatische Aberration eigentlich nur bei 70 mm ganz leicht zu sehen, wenn ihr kein Korrekturprofil nutzt. Also da ist, glaube ich, nicht viel, das man irgendwie bemängeln kann. Das Einzige vielleicht ist die Naheinstellgrenze. 70 cm habt ihr und so wie ich das gesehen habe, unabhängig oder grob unabhängig von der Brennweite, die ihr eingestellt habt. Also das beste oder den besten Abbildungsmaßstab bekommt ihr bei 200 mm. Habt ihr so 1 zu 4,5, glaube ich, als Abbildungsmaßstab raus. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Flexibilität wünschen, dass man vielleicht doch noch ein Müh näher ran kann. Aber für die meisten Dinge, klar, für Sport, Wildlife reicht das eh locker aus. Für Porträts 70 cm bei längerer Brennweite ist, glaube ich, auch noch in Ordnung. Bei 70 mm könnte es schon fast ein bisschen zu wenig sein. Aber wenn ihr nebenbei mal so Blüten fotografieren wollt, ist es schon sehr an der Grenze. Nichtsdestotrotz, auch wenn ihr sehr nah dran seid, immer noch eine tolle Bildschärfe. Also die nimmt nicht allzu sehr ab. Testen wir noch ein bisschen den Autofokus des Canon RF 70 bis 200 mm, gerade auf 70 mm eingestellt an der Canon EOS R3. Wäre jetzt aber auch mit der EOS R5 nicht großartig unterschiedlich. Macht auf jeden Fall einen sehr tollen Job, auch zum Filmen, wenn ihr das wollt. Ist ja auch stabilisiert, also das ging an und für sich. Aber natürlich viel wichtiger, denke ich mal, für viele beim 70-200er, auch zum Fotografieren, ein sehr, sehr toller Autofokus. Ein Dual-Nano-USM, also Linearmotoren, den Canon da eingebaut hat. Und das merkt man auch an der Geschwindigkeit, wirklich flott. Ich habe diverse Testaufnahmen gemacht mit Tieren davor, Autos davor, Menschen davor. Und wenn ihr halt einen neuen Body habt, Canon R5, R6, R3 offensichtlich, wirklich, macht wirklich Spaß damit. Man muss sich schon regelrecht anstrengen, dass ein falsch fokussiertes Bild rauskommt. Denn die Kameras sind ja so gut beim Tracking. Tiere inklusive Augenerkennung, das gleiche für Menschen, Fahrzeuge, Motorräder, Rennwagen, was auch immer, alles wird irgendwie erkannt. Also das ist schon richtig gut, was da rauskommt. Und das Objektiv kann da eben einfach gut mithalten, dank des Dual-Linear-Motors, den Canon damit reingebaut hat. Ich habe zum Beispiel mal Vögel einfach so in der Startphase mit aufgenommen, mitgezogen mit dann 20, 30 Bildern pro Sekunde. Und da saß fast jedes Foto. Selbst wenn man mal schnell so aus der Hüfte schnell die Kamera rausholt und einfach über das Display irgendwo mitzieht, alles auch kein Thema. Also wie gesagt, sehr, sehr guter Autofokus, sofern die Kamera dahinter mitarbeitet. Im Canon RF 70 bis 200 mm. UVP liegt bei 2849 Euro, damit minimal unter dem, was zum Beispiel Sony haben möchte für seinen 70-200er 2.8 GM der zweiten Generation oder auch der ersten. Die UVP ist ja identisch geblieben und mittlerweile ein bisschen über dem Ladenpreis von dem, was Nikon für seinen 70-200er 2.8 haben will. Aber die liegen alle so im Bereich zwischen 2.5 und 3.000 Euro. Da nimmt sich es also nicht viel. Nachteil bei Canon und auch bei Nikon, ihr habt ja de facto keine Alternative, außer ihr wollt auf einen Adapter ausweichen. Sonst ist es ja aktuell das einzige 70-200er 2.8 nativ für Canon RF. Das heißt, so ein bisschen friss oder stirb. Ja. Dementsprechend, es ist ein gutes Objektiv, sogar ein sehr gutes, wie ihr gerade im Bereich Bildqualität gesehen habt, auch Autofokus und so weiter, alles toll gemacht. Die kompakten Abmessungen, gerade dadurch, dass es nicht ingezoomt ist. Also ich finde es persönlich sehr spannend, würde aber dennoch gerne einfach eine Alternative haben, wie zum Beispiel das Tamron 70-180 oder vielleicht bringt ja auch Sigma demnächst was zumindest für den E-Mount raus und das dann auch für Canon RF und natürlich auch Nikon Z zu haben. Einfach damit man sagen kann, ja, es ist toll, dass es so ein Premium-Objektiv gibt, aber ich würde immer noch gerne irgendwie die Option haben, einfach was für 1.000 oder 1.500 Euro zu haben. Was ähnlich gut ist, nicht ganz so gut, aber ich denke, ihr versteht den Punkt. Was haltet ihr davon? Es gibt ja nun doch schon über ein Jahr mittlerweile im Handel. Schreibt doch mal gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare hinein.